Geht's euch gut? Ja, mir auch, danke. Und ich freue mich hier zu sein, in Hamburg tatsächlich, mal wieder in einer richtigen Großstadt zu sein, hier in Hamburg. Also ich finde, Hamburg ist eine richtige Großstadt. Also es hat wirklich alles, was eine richtige Großstadt ausmacht. Es gibt Straßen, alles da. Und ich bin vor kurzem ja wieder in mein Heimatdorf zurückgezogen, Bad Bentheim, das kannte jemand. Wer kennt das da vorne? Da, wir sind höchstwahrscheinlich verwandt tatsächlich. Also, obwohl es jetzt nicht so ein Dorf. Also da leben immerhin auch 15.000 Leute, ja, gerecht verteilt auf 4 Nachnamen. Und ich bin dann quasi wieder hingegangen in mein Heimatdorf und habe erstmal unter meinem Bett nachgeguckt, im Kinderzimmer, wie man das so macht. Und da lag vor meinem 18-jährigen Ich tatsächlich eine Pro- und Kontraliste gegen das Leben auf dem Land. Und ich sage bewusst gegen, weil bei Pro stand da gar nichts. Aber ich habe gedacht, nee, Flori, jetzt bist du erstmal wieder hier und gibst dem Ganzen eine Chance. Ich habe diese Liste genommen, zerrissen, das kleine Konfetti in die Luft geschmissen und aus diesen einzelnen Ideen habe ich ein Gedicht zusammengebastelt, das ich euch jetzt vortragen möchte. Und es handelt vom Leben auf dem Land und es trägt den Titel Das Leben auf dem Land. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Dankeschön. Die Großstadt ist für wahr ein wirklich fürchterlicher Ort. Der Wind pfeift durch die Skyline leis, verschwinde hier sofort. Es gibt Gangs, von denen jede Zicke täglich einen Mord begeht. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe in Paderborn gelebt. Und so rate ich dir, mein Kind, dass du so schnell es geht aufs Dorf umziehst, da die Vögel zwitschern und die Welt hier noch in Ordnung ist. Allerdings, so gebe ich zu und bin ich nun auch ehrlich, ist die Ordnung leider aus dem Jahre 1760. Und ja, es gibt auch Gründe, für die ist das Land zu meiden gilt und die ich euch, weil ich sehr lieb bin, auch gar nicht verschweigen will. Zwar stimmt's, dass sich das Laster etabliert hat in der Stadt, doch auf dem Land, da holt ein Laster gerade Tierkadaver ab. So komme ich auch ohne große Vorrede zu einem Punkt und dieser lautet einfach nur schier geisteskranker Fleischkonsum. Im Dorf wird man täglich und so wirklich jeder Mahlzeit satt, von was zumindest für ein paar Minuten mal geatmet hat. Selbst ein Säugling ist hier knapp im Durchschnitt jedes Jahr. Ein Esel, eine Katze, ein Hund und ein Hahn. So donnert man sich ohne Gnade alles in den Rachen, was sich sonst in Bremen trifft, um Stadtmusik zu machen. Und in dem einen Dorflokal, da wird selbst der Nachtisch durch den fettgeschwenkten Speck doch erst so richtig aromatisch. Hier sucht man auch vergeblich was Veganes in der Karte. Wenn man darum bittet, kriegt man Lachs mit Remoulade. Und der Grund, dass man das Fleisch nicht auch noch trinkt, ist einzig wohl der nächste Punkt auf meiner Liste und der lautet Alkohol. Es ist wirklich schön hier. Wenn man ganz zufrieden raus, die Hände auf, den dicken Bauch und in das saftig Grüne, schau doch auch ins Paradies, hat man sich irgendwann gewöhnt. Und wenn dann wirklich nichts mehr geht, dann trinkt man sich das schön. Doch jagt man sich im Windeseile Biere in den Mund, benötigt man dafür zumindest irgendeinen Grund. Und wenn der Frühling grüßt und all die Grillen zirpen lauter, wird zu wirklich jedem Anlass prompt ein Bierzelt aufgebaut. Ein Schaf wurde geschoren, dann wird ein Bierzelt aufgebaut. Ein Blag wurde geboren, dann wird ein Bierzelt aufgebaut. Wir haben das Bierzelt abgebaut und so wie geplant verstaut. Ja, leck mich in den Tisch, dann wird ein Bierzelt aufgebaut. Dann vergisst man in der Nacht lang alles Leid und all die Sorgen, um sich harmonisch ein hinter die Beißtasten zu orgeln. Man säuft so super krass, dass für ExpertInnen wohl grob jeder zweite Mensch im Zelte eigentlich schon klinisch tot wäre. Doch hier wird nicht gestorben, wenn Helene aus den Boxen weht. Hier fällt keiner hin, solange man knöcheltief in Kotze steht. So war es stets und das zu ändern, weigert man sich stur. Und so komme ich auch ganz schnell zu Grunde 3, nämlich Kultur. Kultur auf dem Land, das bedeutet im Wesentlichen Zahnbürste und Shampoo in den Beutel zu legen zwischen Fußball, Kirche und Acker und Kater, da ist leider Gottes kein Platz für Theater und auch der Musikgeschmack ist eher geprägt davon, dass man auch randvoll die Texte versteht oder zumindest nach etlichen Flaschen es schaffen kann, noch in die Hände zu klatschen auf 1 und auf 3 und weil das einige verwirrt, klatscht man einfach zusätzlich auf 2 und auf 4, keine Oper, kein Jazz, wirklich nichts ist dort vorhanden, zu dem man nicht imstande wäre, Discofox zu tanzen und bist du dir für Discofox zu extravagant, dann wirst du halt am nächsten Tag als Hexe verbrannt. Da ist man sich schnell selbst der Nächste. Das ergibt tatsächlich Sinn, wenn sich die nächsten 7 Kilometer weit entfernt befinden. Raum ist hier vorhanden und tatsächlich auch Spuren von Weizen und Mais. Also echte Kulturen. Das ist schon poetisch. Wenn sich voller Kraft ein Roggen dann allmählich aus der Erde schält und sich den Weg gen Sonne bahnt. Würdevoll und schön über der Macht die ganze Welt zu nähren. Wunder der Natur, wenn es dann nicht dieses Problemchen gäbe, dann wenn der letzte Frost endlich nächtlich von den Feldern weicht, werden Hektoliter Exkremente auf dem Feld verleiht. Die Landluft bleibt bekannt für ihre Reinheit und die Frische. Doch die meiste Zeit des Jahres riecht's nach Scheiße und nach Pisse. Doch nach vielen Jahren, da gewöhnt man sich dran. So wie die Witze und die Schnitzel, jeden gröhlenden Mann. An die längst verstaubten Werte all der komischen Proleten. An die immer gleichen Nasen in den Großraumdiskotheken. Daran, dass man Thema wird, wenn man nicht so wie alle ist. Das Reden hinter Rücken, schiefe Blicke und den ganzen Mist. Ob das woanders anders wäre, will ich gar nicht wissen. Und mit Zeit genug zum Grübeln, ist es überall beschissen.
Ein schöner Schluss. Doch merke ich an, bevor sich wer bei mir beklagt, dass ich mit viel gerade hier Gesagtem maßlos übertrieben habe. Doch Videos von diesem Text wird sicher niemand finden, denn dafür gibt's auf dem Land ganz einfach viel zu schlechtes Internet. Doch falls der Wind mal günstig steht und eine Prise LTE aus der Metropole raus und über Wald und Wiesen weht und sieht die einzige Person mit Smartphone plötzlich diesen Text, und sollte es so sein, dass sie die krasse Ironie nicht checkt und zeigt sie es dann allen, die das ebenfalls nicht raffen, und wenn die Leute mit Fackeln und Mistgabeln bewaffnet oder dem Ziel, mich zu verbrennen, letztlich draußen vor mir stehen, dann höre ich Blutwurst essend atemlos und sauf vor mir das Schön. Dankeschön. Wenn Sie Gefallen gefunden haben an dem, was Sie gerade gesehen und gehört haben, dann drücken Sie doch bitte auf die Glocke. Sie ist hier irgendwo links unten. Dann können Sie unseren Kanal abonnieren und in Zukunft keine Inhalte verpassen. Uns würde es enorm helfen. Und Sie kostet es wirklich nichts. Nur einen kleinen Knopfdruck.